Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte dir heute hier die Konowike, hier eine polnische Sämaschine, euch heute hier vorstellen. Leider ist die hier nicht lockfehlerfrei, aber ich habe mir gedacht, ich stelle es euch trotzdem mal vor. Vielleicht wird ja dann hier dieser Lockfehler ja hier behoben. Also hier haben wir das gute Stück. Es ist hier wahrscheinlich ein Modell hier aus SketchUp. Wir sehen hier, das ist ein bisschen sehr eckig das Ganze, hier genauso. Finde ich es ja nicht schlimm, das so her. Es gibt also noch schlimmere Modelle, muss ich dazu sagen. Ja, vielleicht haben wir auch hier einen Lockfehler, weil es sieht aus, als ob ja hier der Reifen selber fehlt her. Oder soll das so sein? Ich weiß es jetzt wirklich nicht. Ja, das gute Stück hier kostet hier 750 Euro in der Anschaffung, 38 Euro Miete, 50 Liter ist hier unser Saatgutspeicher groß, 600 Kilo. Wir haben hier einen Leistungsbedarf von 10 PS, entsprechend 7 kW. Eine Arbeitsbreite von 2 Meter und ja, eine Arbeitsgeschwindigkeit von 15 km/h. Wir haben hier Farbwahl. Ja, einmal der Hauptfarbe. Hier haben wir verschiedene hier Farbtöne da, was wir könnten uns aussuchen. Designfarbe ist jetzt hier das hier unten, das Ganze. Ja, das können wir so her machen, wie wir sehen. Ja, Felgenfarbe leider hier nicht wählbar. Dann gibt es hier noch, wir können hier hinten uns noch so eine Kupplung hinzufügen. Dann können wir uns noch was hinten dranhängen. Ja, können wir so mal kaufen, können wir nachher ausprobieren. So, jetzt bin ich hier schon mal am Feld. Daher habe ich hier mal den Traktor hier, was ich von Kollegen hier geliehen gekriegt habe. Also, so, ja, steigen wir mal ein. Starten mal das gute Stück ja hier. Dass wir hier natürlich loslegen können. Braucht ein bisschen. Gut Ding braucht Weile, würde ich mal sagen. Also, wir senken gleich unser Gerät. So. Bin mal gespannt. Ja. So, jetzt dürfte es langsam gehen, wie wir hier sehen. Da haben wir jetzt hier schon, bin ich mal gespannt. Also, es wird schon hier weniger, wie wir hier sehen. Ja, Partikelsystem hier wirbelt hier sehr stark auf. Ja, hüpft ein bisschen die Drille. Wir können hier hinten unseren Behälter auf- und zumachen mit der Taste N. Wir haben hier Schmutz und optischen Verschleiß auch drauf. 15 km/h finde ich ein bisschen viel, wie wir sehen, für die Drille her. Aber es wäre ein cooler Mod natürlich hier für Oldtimer-Fans, muss ich euch dazu sagen. Also hier hinten sind nur Reflektoren, aber ich mal so mal allgemein mal zeigen das Ganze. Ja, das sieht so her aus. Wir haben hier, wie wir sehen hier, leider wie wir sehen hier, also einmal ein Aero drin. Da er einen Hydrauliksound nicht finden kann. Und dann ja irgendwas wegen einem Trigger, irgendwas wegen Kollisionstrigger, wie wir hier sehen, sagt er uns auch. Wir haben also mehrere Warnings drin, deswegen ist hier, wie ich gesagt, schon am Anfang leider der Mod hier nicht lockfehlerfrei. Tja, wir können jetzt noch eins machen. Wir schauen gleich hier. Also zu uns ein MF noch hin. Das ist der falsche. Da. So. So her. Und schauen uns gleich jetzt hier natürlich die Drille nochmal an. Mit einem anderen Schlepper natürlich. Weil wir haben hier hinten noch einen Attacher. Weil den wollen wir ja nicht hier also vorhin halten. Da könnte man hier was hinten noch anhängen. Beispiel so eine Walze oder irgendwas, das hier gleich hier das Saatgut nach unten drückt. Das war ein bisschen zu viel Schwung, wie wir sehen. Also ich will nichts kaputt machen. So. So, jetzt haben wir das hier mal aufgenommen. Und testen wir gleich hier mal natürlich hier diesen Attacher. Aber ich habe gedacht, der hat der Lanz, der passt optimal hier dazu. Dann sehen wir jetzt
hier natürlich, da kann man jetzt einen Anhänger hinten dran haben. Leider sehen wir hier, haben wir keinen, also, ja, wie soll man sagen, diesen, ja, Bolzen drin hier für den, zum Anhängen, wie wir hier sehen, hier gleich nochmal hier, weil der hat eine andere Aufnahme als wie der Lanz. Ja, also sehen wir hier, also der Attacher-Punkt hier, der passt hier schon. Wie gesagt, halt, leider ist hier dieses Modell hier leider nicht lockfehlerfrei. Aber ich hoffe, euch hat natürlich hier trotzdem hier mein kurzes Video hier über hier diese coole Drille hier, muss ich dazu auch sagen. Also ich finde es sehr cool. Ja, gefallen und ja, ist auch was irgendwas Besonderes. Wir sehen hier hinten haben wir eine Plakette hier oben für also die Type. Ja, und hier seitlich hier sehen wir hier unsere Reflektoren. Tja, das war es eigentlich soweit. Ich hoffe, euch hat natürlich hier trotzdem hier mein kurzes Video hier über diese polnische Sehmaschine hier gefallen. Wenn ja, schaut es doch wieder rein. Würde mich freuen. Hiermit sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Franz. Ciao, ciao.